Puh, ich finde das Bild ein bisschen abschreckend, wenn ich ehrlich bin. Es sieht nämlich so aus, als würde ich hier drin wohnen und ich habe ein Bett und ich habe ein Klo. Das sieht mir gerade wie ein Horrorspiel aus. Das sieht gerade wie ein Horrorspiel aus. Okay, wir starten jetzt einfach ein neues Spiel. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Ich könnte mir vorstellen, dass hier erstmal ein Video kommt. Testkammer 00. Okay. Wenn Steam auf Deutsch ist, sind die Untertitel automatisch auf Deutsch. Wusste ich auch noch nicht. Oh, ich habe Musik. Leise, aber es geht. Stimmt, ich habe ein Radio. Was, man macht sich ganz oft in die Hose? Das glaube ich irgendwie nicht. Oh, vorwärts, A, W, S, D. Und gucken kann ich auch. Das war Radio, 85.2 FM. Oh mein Gott. And again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from. Stand back. The portal will open in 3, 2, 1. Okay. Oh, ich bin das. Ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Da, ich sehe mich. Oder? Hä? Wieso bin ich denn hier so oft zu sehen? Huch. 00. 00 von 19. Was ist das? Ich, der Hinweis, dass mir Dinge auf den Kopf fallen könnten? Sieht gerade so aus. Ich spiele den Horror-Thriller Portal 1. Retro. Immer mal wieder. Creepy Stimme, ne? Splatter Portal 1. Was steht da? Aperture Laboratories. Okay. Ich glaube fast, das sind die Einheiten, die wir lernen werden, oder? Wir gehen einfach mal weiter hier. Bevor das so langweilig wird. Was ist das da? Von dort werde ich beobachtet. Und da bin ich gerade rausgekommen. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay. Ich habe in diese Wand ein Portal gemacht. Oh, es wurde für mich eröffnet. Ich bin durch diese Wand rausgekommen. Aber warum ich mich dann da hinten auch noch sehen konnte, verstehe ich nicht. Hi, du. Da ist so ein Ding. Ich stelle mich immer drauf. Portal verzischt. Okay. Klick. Taste. Metall was? Metall was? Scheppern. Metall scheppern. Nein. Ich glaube, das muss ich ausmachen. Metall scheppern. Ich glaube, es sind keine Gehörlosen bei uns, oder? Taste deaktiviert. Metall scheppern. Okay, das machen wir aus. Optionen, Audio, nicht alle Untertitel, sondern nur Dialoge. Okay. Das heißt es. Ich habe mich schon gefragt vorhin bei der Einstellung, was das denn bitte zu bedeuten hat. Okay. So, ein Ding könnte mir auf den Kopf fallen. Das hat es nicht getan. Aber es ist hier. Ich kann es mit E aufheben. Und dann habe ich es in der Hand. Sieht ein bisschen aus wie so ein Recycle-Ding außenrum. X. X. Hallo. Achso, jetzt muss ich hier drauf. Ach, ich muss hier bestimmt abfallen lassen. Please proceed into the chamber lock after completing each test. Okay. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science material emancipation grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science weighted storage cube. Mhm. Wie? Da soll ich aufpassen vor? Brauche ich das andere Ding dafür? Aber. Achso. Typ, zu. Okay, offen. Hä? Hey, ich glaube, ich habe nicht aufgepasst. Ups! Das Stimme, Alter, schrecklich. Mal gucken. Nein, tut doch nicht weh. Puh, hat doch nicht weh getan. Okay, ich hatte schon Angst. So, ein einladender Aufzug. Aperture Laboratories. Das ist ein Kubus. Was habe ich denn gesagt? Was habe ich denn gesagt? Und ich heiße Shell? Okay. Aber wenigstens
Guck doch mal, es ist sauber. Es ist aufgeräumt, quasi. Hier liegt keiner in der Ecke rum. Niemand hat die Wand vollgewichst und vollgeblutet oder voll uriniert. Großartig. Aha. Hey, du. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet. So. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt Aperture Science Heavy Duty Super Colliding Super Button. Bitte? Heavy Colliding Super Button. Was ist das Ding hier? Jetzt muss ich warten, bis es mir das Richtige gibt. Hallo? Wo? Da. Schnell durch, schnell durch. So, jetzt bin ich hier. Und will wohin? Hier, da. Super. Lauf! Perfect. Please move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. Kammerschleuse. Oh, alles klar. Oh, da muss man dreimal um die Ecke denken. Ich sehe mich schon wieder. Ich habe mich gesehen. Sehr schön. Nächste Ebene, das war 01, ja? Was? Nein, es geht um die ganzen anderen Spiele, die ich sonst in letzter Zeit so gespielt habe. Also auch privat. Außerdem habe ich mir jetzt auch den Outlast Whistleblower schon mal geholt. You're doing very well. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grip, which may, in semi-rigorous cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. Okay. Auf ist auf, okay? So, das Ding hat jetzt ein Portal gemacht, ja? Gehen wir mal hier raus. Schieß nicht auf mich. Ah! Oh, hi du. Was soll ich denn machen? Soll ich da mal ran? Oh! Ach, ich habe das Ding genommen. Ich habe jetzt ein mobiles Portalgerät von Aperture Science. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should... Oh! Ich hab sie irgendwie abgewürgt. Ups! Das halbe Spiel ist ein Tutorial. Was? Das Spiel könnte lustig werden? Mit wem? Meinst du dieses hier jetzt oder meinst du den Outlast DLC? Please proceed to the chamber lock. Okay. Mind the gap. Ich soll jetzt dahin. So? Und vielleicht jetzt noch so? Nee, das ist falsch. Da sehe ich mich selber. Vielleicht so? Bin ich hier richtig? Nee, verdorri. Ah, so vielleicht. Nee. na gut. Wie funktioniert denn hier das mit der Physik? Wenn ich da ein Loch reinmache, dann komme ich... Ach so, dafür sind immer diese Dinger da. Hier ist kein so ein Ding. Vielleicht muss ich jetzt hier was hinschießen und dann macht das Portal so. Oder hier unten vielleicht? Nee. Da kann ich nichts drauf schießen, weil das der Ausgang ist. Portal 1 ist der Test und Portal 2 ist das Spiel. Okay. So, das ist trotzdem sehr interessant. Da komme ich auch hier raus. Aber so kann ich mich wenigstens mal angucken. Was habe ich denn da unten an meinen Füßen? Bin ich echt? Ich sehe unecht aus. Ich sehe irgendwie unecht aus. Auch das ist wieder dieses Portal. Okay. Gehen wir mal hier runter. Ich darf da kann ich nichts drauf schießen. Da komme ich wieder zurück nach da oben.
Moment, vielleicht muss ich wieder zurückgehen. Ob ich vielleicht wieder zurückgehen muss? Nee. Jetzt geht das immer hier auf. Moderner Kram. Nee, das ist kein moderner Kram. Warte mal. Wie komme ich denn da hin? Moment. Das geht ja immer hier auf, dieses hier. Da, ich kann meine Waffe sehen von hinten. Schieß mich an. Ups. Okay. Was ist mit dem Boden? Selbst da komme ich hier raus. Aber ich kann mich wenigstens mal angucken. Oh, das ist creepy. Das ist creepy. Da, guck doch mal, was ich an den Füßen habe. Das sind keine Schuhe. Ich habe überhaupt gar keine Schuhe an. Guckt euch das an. Das sind doch keine Schuhe. Wir denken in Portalen, Kapitel 0. Portal ist wie eine Tür. Du machst eins dahin, wo du hin willst. Und an den Füßen hast du Long Fall Boots, damit du dir deine Beine nicht brichst. Warum das passieren sollte, wirst du später sehen. Okay. Boom. Dann machen wir ein Portal dahin, wo wir hin wollen. Ja, also dahin. Ah! Alles klar. Verstanden. Gut. Well then, remember, the Aperture Science bring your daughter to work day is the perfect time to have her tested. Tag der offenen Tür für Töchter? Ich bin eine Tochter wahrscheinlich. Mit meinen Zöppen und mit meinen... Wie hießen die nochmal? Die Longfall Boots. Sowas hätte ich auch gerne. Lade Daten. Okay. Wir haben hier... Okay. Ich schlag mich nicht schlecht, das ist sehr schön. Okay. Tür ist zu. Oh, Tür wurde... Na toll. Ich muss also... Oh, da ist er ja. Ich will also da rauskommen, ja? Dann gehe ich jetzt hier rein. Hol mir das Ding. Spring hier wieder raus. Oh. Pack den mit drauf. Auch das war wieder sehr gut. Und da hat es Bing gemacht. Sehr genau, sehr genau. Das hat es sogar, weil mein Ring voll gegen meinen Kopf geknallt ist. Da hat es Bing gemacht. Bei mir. Ich werde jetzt nicht überwacht. Oh, wie nett. Oh, wie nett. Allerdings, ich werde überwacht im Internet. Okay. Keinerlei Hilfe. Ich brauche zwei so Dinger. Und ich habe ein Pott. Also, okay. Ich muss also erst einmal dahin. Dann muss ich dahin. Nehme mir das. Kann aber bestimmt hier runterhüpfen, ne? So, dann packen wir das mal dahin. Jetzt brauche ich eigentlich noch eins. Da haben wir noch eins. Ah, das ist ja Quatsch. Wobei. Jo, kann ich ja hier runterhüpfen, ne? So. Nehmen wir hier raus. Und so. Scheiße, da habe ich den verloren. Wieso habe ich den denn verloren? Sehr schön. Na? As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Der Golem ist eine Lüge. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2. Okay. Wow. Da bin ich jetzt rausgefallen und da geht es raus. Sehr schön. Ich habe jetzt einfach Angst gehabt, dass irgendwas passiert, deswegen bin ich mal lieber, ne? Sondermeldung, Let's Playerin begreift Spiel. Ja. Das ist schön, dass ihr immer solche Sondermeldungen macht. Und Dinge in den Kalender.